Ja, ich weiß noch gar nicht mal, ob er die Visionstriggerfähigkeiten haben muss, weil dann sind sie womöglich schon wieder beim heroischen Manager. Ja, mit den Visionen bin ich natürlich auch immer so ein bisschen. Ich habe ja lange genug als Psychiater gearbeitet und glaube ich, von Helmut Schmidt hat gesagt, Leute, die Visionen haben, brauchen einen Psychiater. Ja, und nicht irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr genau, wie er das formuliert hat. Aber zum Arzt gehen. Ich soll zum Arzt gehen, genau. Ja, was zeichnet den Pastor? Ich denke, er sollte erstmal nicht davon abhängig sein. Ja, Hero zu sein, dass er bewundert wird. Also das wäre die Persönlichkeitsseite. Ja. Er sollte insofern in sich ruhen und seinen Selbstwert nicht unbedingt davon abhängig machen, dass er groß dasteht, groß rauskommt. Das heißt, diese narzisstische Seite muss doch einigermaßen im Griff sein. Leider ist das häufig damit verbunden, dass wenn man so narzisstisch in sich ruht, dass man gar nicht so große Karrierewünsche hat. Ja? Weil normalerweise hat man ja diese Karrierewünsche, um seine narzisstische Unsicherheit zu befriedigen. Und das führt dazu, dass eigentlich die Selektionsmechanismen für Karrieren zum Teil auch problematisch sind natürlich. Ja? Also was treibt jemanden, sich das anzutun, einen 16-Stunden-Tag zu tun? Das ist ja doch, sie werden zwar gut bezahlt, aber das Geld kann man dann, muss man dann nach Liechtenstein bringen, ja? Weil man kann es gar nicht ausgeben. Ja? Also insofern muss man gucken, da ist häufig die Motivation, erfolgreich zu sein. Wer will erfolgreich sein? Ja? Wir sind alle eitel irgendwo, ja? Aber wie eitel ist man, dass man sich das antut, sich solchen Job ans Bein zu binden? Darüber muss man sich ja klar sein. Gut, also da idealerweise Leute, die eher bescheiden sind, was die eigene Person angeht, das kann man aber nur, wenn man in sich ruht, also ziemlich selbstsicher ist, dass man trotzdem hohe Ansprüche hat auf einer sachlich-fachlichen Ebene, ja, das finde ich schon, und man muss mit viel Unsicherheit umgehen können. Aber deswegen meine ich, muss man auch in sich ruhen, damit man diese Unsicherheit, weil man lebt in unsicheren Zeiten und nur wenn man in unsicheren Zeiten als Führungskraft relativ sicher ist, kann man die Sicherheit auch weiter vermitteln. Außerdem, glaube ich, muss man ein sehr klares, sachliches Konzept davon haben, worum es dabei geht. Und ich kann dann nur Systemtheorie empfehlen, weil die halt sehr abstrakt ist. Und so abstrakt, dass man in der Lage ist, die nicht vorhersehbaren Inhalte dann doch zu analysieren, einen Blick darauf zu haben. Es geht dabei darum, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, zu nutzen bzw. sich die zu beschaffen, die man nicht hat. Sprich, nicht davon auszugehen, dass man selbst alles weiß oder kann, aber den Blick darauf zu haben, was das Unternehmen braucht, was es angesichts der sich verändernden Umwelten tun muss. Diesen Blick darauf zu haben und es dann auch entschlusskräftig angehen zu lassen. Wohlwissend, ja, dass das Entscheidung immer eine sehr ambivalente Geschichte ist. Man kann nicht wissen, wie es kommt und muss es akzeptieren, dass man nicht die richtige Entscheidung treffen kann, dass das mit Risiko verbunden ist. Ja, als postheroischer Manager habe ich nicht die Rationalitätsfantasie, dass ich irgendwie durch das richtige Tool die richtige Entscheidung treffen kann, sondern ich bin mir darüber klar, dass Entscheiden immer ein Risiko ist, ja, und dass ich dafür bezahlt werde, dieses Risiko einzugehen. Und deswegen werde ich auch nicht so tun, als ob ich wüsste, wie es ist, richtig ist. Ja, weil keiner kann es wissen, also brauche ich auch nicht so tun, als ob.